Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben unseren Kyberkristall, wir haben unser Lichtschwert schon repariert und sogar ein bisschen verbessert. Und jetzt müssen wir Ilum weiter erkunden. Ich hoffe, warte, der heißt. Ja, heißt eh Ilum der Planet. Super. Okay. Schauen wir mal, wo wir weitergehen können. Also, ich gehe nochmal hinzoomen, ja. Okay. Schauen wir mal. Neues Ziel. Okay. Kehre nach Datumir zurück. Aha. Aha, okay. Das heißt, wir sind hier eigentlich schon fertig auf Ilum. Nein, ich meine, gut, wir haben unseren Kristall und alles. Deswegen. Ja. Na gut, dann müssen wir zurück zum Arbeiten. Wie kommen wir dann am besten zurück? Wurscht, werden wir schon finden. Wow. Aber ja, einen flüchtigen! Du kommst hier nicht lebend weg! Was ist das? Ah! Ui, ui. Uff. Warum ist die Musik so spannend? Hast du was entdeckt? Ja, zeig mal. Kyberkristalle. Ah. Okay. Achso, ja gut, hier waren wir schon. Ah, warum sind das so viele Leute? Du kannst das nicht besiegen. Verfolge den Eindringling. Ich glaube, er hat Angst. Was? Wo kommt das her? Hier oben. Ah. Okay. Bitte springt daneben, danke. Ja, ist da wenn ich nur vergessen unseren. Ah, was ist das? Oh, Alter. Alter. Dann tschüss. Hilfe! Das Ziel hat einen. Was war das? Ich bitte, er läuft vor uns davon. Erledigt den Kiel. Macht ihn fertig. Kannst du bitte nicht? Verstärkt eure Regeln. Wieso ist es so schwer? Was ist mit denen? Ich habe kein Leben mehr. Okay, ja, das, ja gut, das war nix. Uff. Na passt, ich bin mir sicher, das kann man sicher besser machen. Ich würde nur gerne wissen, wo es dahin geht. Ich muss mir sowieso die Fähigkeitspunkte nochmal holen, aber vielleicht ist das eine Abkürzung. Schnapp's dir, Kumpel. Hast du Spaß da drin? Ah, okay. Duraplast, aha. Wir haben hier einen Eindringling. Ordentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Irgendwas Interessantes? Oh, Maschinen. Okay, brauchen Sie für Ihre Industrieanlagen. So, ich
Okay, jetzt kommen wir wieder zu diesem fetten Klotz. Ja, na sicher. Okay, aber die lassen uns in Ruhe. Ja. Passt, können wir... Ich weiß es nicht. Ist ja wurscht. Wir können hier nochmal kurz durchrushen. Was? Ja, jetzt wissen wir zumindest, dass es eh nur den einen Durchgang gibt vor uns. So. Passt. Jetzt wissen wir auch schon, wo die Gegner sind halbwegs. Das heißt, vielleicht brauchen wir nicht so viele Spinde. Na. Okay, dann nicht. Arbeit weiterdeckt. Komm schon, komm schon. Schieß! Ich schlag dir das Gesicht ein. Passt. Wir haben nicht allzu viel Leben verloren. Das ist gut. Verdammt! Komplett übersehen. Wo komme ich denn hier hin, bitte? Ah, war das gut? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ah, verdammt! Aha. Da wollte ich ja gar nicht hin. Ah ja. Wisst ihr was? Wieso nicht? So, jetzt aber. Ach so, das ist der. Jedi, Information! Wir sind unterwegs! Okay, aber die können eh nichts machen. Ha! Witzig. Ich schaffe es nicht darüber! Oh, jetzt kommt aber der. Ob ich da runterjumpen kann? Weiter bitte. Nein, das ist so nervig. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. So, er ist ein bisschen... Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, jetzt wird's interessant. Okay. So, der hat unsere Punkte. Mir ist alles wurscht. Nein, das ist so, warum machst du das? Sie dürfen nicht beieinander sein. Schmerzen! Daneben! Zeig mir, was du kannst! Ihm nach! Jetzt! Er wird schwach! Greif ihn an! Zu langsam!
Was? Du brauchst Übung. Hilf mir bitte. Ja, stärke dich und komm her. Gib dir mehr Mühe. Hört sich das? Hör auf auszuweichen und kämpfe. Okay. Ja, danke. Das war ja richtig anstrengend. So, egal, wir haben unseren zweiten Fähigkeitspunkt. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, ist es auch... Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ganz einfach. Oh mein Gott. Okay. Auf allen imperialen Kanälen. Die können eh nicht rüber. Passt. Ihr und Grease seid sicher? Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Oh, also ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt komme, aber... Joa. So, warte, wo müssen wir hin? Ich glaube, dann noch nicht. Ah. Oh, das ist schön warm. Ich glaube, ja, von da sind wir gleich gekommen. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Wir sind überall Sturmtruppen. Ja. Illum war unser Planet. Es ist immer noch unser Planet. So, schauen wir mal, was könnten wir uns kaufen, theoretisch. Ich das alles haben? Ja, machen wir mal das. Das ist cool. Ja, das brauchen wir. Sehr gut, dann gut. Mit 4 Steams können wir wieder weitermachen. Was? Das heißt, wir sind eh am richtigen Weg? Ja, gut, die Mantis ist nicht mehr so weit weg. Wo ist das Ding? Feind gesichtet! Ein verloren. Wo ist der Kristall? Na? Okay. Passt so. Punkt, ist das irgendwas? Nein. Lass das los. Keine Eindringlinge entdeckt. Sollen wir das melden? Achso, wir müssen da durch. Wir sehen uns das nochmal an. Oh, ja, natürlich. Verstanden. Unproduktiver Humanoid. Scanner ist ausgefallen. Alter, kannst du es einfach? Cool. Ich brauche einen Stim-Kumpel. Fall nicht zurück. Achso, wolltest du was scannen? Sehr gut. Aha. Cool, so. Ah, das schaut aus wie ein Meditationspunkt. Ah, der ist ja von da gekommen. Na gut. So, jetzt dürfte es nicht mehr weit bis zum Mantis sein.
Wenn mich nicht alles täuscht. Oh mein Gott, was ist jetzt das? Oh nein, ist mir egal, da rennt jetzt durch. Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Jede ist hier. Ich krieg dich. Passt. Kleinigkeit noch, da oben war ja was. Das kriege ich noch erinnern. Das holen wir jetzt auch schnell. So, das wird jetzt hoffentlich nicht allzu lang dauern. Wir müssen nur noch hochklettern. Ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal oben waren. Da war eine Kiste versteckt. Hinter Eispfählen. Und daher unser Lichtschild noch kaputt war, konnten wir nicht durch. Aber jetzt haben wir sie wieder. Deswegen holen wir uns gleich die Kiste. Ich hoffe, das Eis schmilzt jetzt nicht, wo die Sonne scheint. Also ich weiß gar nicht, ob das möglich ist überhaupt. Oh mein Gott, das war knapp. Na ja, gleich haben wir's. Okay, passt. Hier war ja nichts, haben wir gesagt. Außer die super Aussicht. Was war da zum Suchen? Das kennen wir ja schon. Das war den Aufstieg wert. Als ich zum ersten Mal hier war, war ich fast so klein wie du. Aber lange nicht so mutig. Ich wusste, dass du da reinspringst. Komm, Kumpel, sehen wir es uns an. Ach, für einen Punch ist immer darauf gegangen. Ich glaube, wir nehmen den klassischen Weg runter. Ich glaube, da müssen wir gar nicht ganz drüber. Können wir auch da runterspringen. Ja. Super. Ich habe noch das Gefühl, dass noch Gegner kommen. Und wir nicht einfach so zum Antis durchrushen können. Aber schauen wir mal. Ja, ja, genau. Da kommt Besuch. Griefball, die Mantis fließen. Was? Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Was ist mit dem jetzt? Was? Noch ein. Das ist ein bisschen hartnäckiger. Nein, komm schon. Das kann jetzt aber nicht sein. Weiter!
So, krabbelt da auch einer raus. So, das dürfte so jetzt gewesen sein. Ah, ich schaue noch ganz kurz um die Ecke. Vielleicht sehen wir da was Nettes. Aha. Ja, na gut, das können wir uns aber schon noch holen. Uiuiui. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Cool, 2 am 8. Sens noch. Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, verliert man die, sobald man stirbt. Deswegen. Schauen wir mal. Ja. Sind wir schon am richtigen Weg? Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich den Planeten ja so gut wie 100% erkundet. Aber nur, wo könnte es da weitergehen? Naja. Was das heißt, es geht wieder zurück nach der Atomir. Ich schaue, ob da hinterm Schiff irgendwas ist. Kann ja auch sein, dass der ein Kistchen versteckt. Okay, schaut nicht so aus. Aber da muss eine Ausdauer haben. So. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Okay. Passt. Das heißt, das Ziel ist ja... Datumir. Dann fliegen wir das gleich an. Hey! War auf Zephyr nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Haben wir auch schon viele Kunden, wenn ich mir das anschaue. Okay, Bogan haben wir noch nicht viel gemacht, weil da waren wir noch nicht sehr gut ausgerüstet. Zephyr, ja. Kaschik schon 90%. Also, wenn wir jetzt natürlich das Astrum holen. Okay. Also wenn wir jetzt das Astrum holen, dann bin ich gespannt, was wir dann entdecken oder was wir dann machen können. Was ist mit euch und Trailer? Ah, jetzt wollen wir da reden, oder was? Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Ja, okay. Alles wird gut, alles wird gut. So ist die Frage, haben wir wieder alles voll, oder? Ja, wieder zur Ruine. Oh, das ist so weit hin, das ist aber nicht in Erinnerung. Okay. Oh, wieso sehe ich nicht mein Leben?
Ja, weißt du was, dann werde ich es einfach sicher selber, also, aufladen. Alles wird gut, alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? So, jetzt muss aber alles wieder da sein. Gut, das heißt, wir rushen einfach zum Grab von Kuya durch und dann holen wir uns das Astrium. So, raus da mit dir. Okay. Wie komme ich dem schnellsten rüber? Aha. Okay. Ich lasse jetzt nicht erkunden alles. Passt. Nein. Was? Oh. So. Was da würden wir da? Oh, verdammt, das war zu früh. Das war zu früh. Was wartet da hinten für ein Viech? Aber mit dem habe ich aber nicht gerechnet. Darfst du mir einen Stim her, Kumpel? Gar nichts. Lieber! Was ist das? Im Vergleich zu mir bist du nichts, Jedi. Nein! Hilf mir bitte! Hey, Kuppe! Gleich fällt er auf! Komm, Rutschmann! Okay. Toller Jedi, was? Ja. Ganz toller Jedi. Ach, was ist das wieder für Special-Gegner? Okay, also wir haben nicht zwischengespeichert, das heißt, wir beginnen wieder beim Schiff. Ach, vielleicht sollten wir zwischenspeichern. Na gut. Das heißt, wir brauchen einen Plan. Der ist an sich eh nicht so schwer, aber der fliegende Flammenwerfer-Typ, das ist ein Problem. Gut, noch einmal. Passt. Jetzt ist ja eh wurscht, weil wir gespeichert haben. Hier. Ach,
Okay, zumindest sollten wir halt heil da rankommen. Da, aber trotzdem. So. Aha, wer hätte es gedacht? Weiter, kannst du? Erst, das habe ich nicht gedrückt, aber gut. Könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen? Danke. Okay, so. Zumindest müssen wir das nächste Mal nicht so weit laufen. So, wo sind denn die jetzt? Aha. War das nur so eine einmalige Sache oder was? Naja, wurscht. Sicherheitshalber. Ah ja, das war schon wieder. So, sehr gut. Ja, holen wir uns das Astrum. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen. Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Okay. Oh. Beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Okay, cool. Ein Feind! Denkst du, du bist mir gewachsen? Mir. Feiger Jedi! Hast du geblockt? Gehört mir! Noch ein Stimp! Er läuft weg! Du hast einen Fehler gemacht! Ich muss ihn besiegen! Okay.
Du kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Marin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Taren Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch. Kannst du gehen? Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Ui, das muss dem stellen wahrscheinlich. Kann man irgendwo speichern? Schnell? Nein. Okay, wurscht. Kriegen wir schon hin. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei! Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Okay. Ui. Ausweichen wird dich nicht retten. Du bist nicht stark genug. Einfach mich weggelaufen. Ui. Ich brauche Hilfe. Ah, okay, das wirkt mir gar nicht. Ah.
Wind ist scharf. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Uff. Nur Feiglinge rennen weg. Schlag mich nieder. Nein, 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 gar nicht. Koppel, Hilfe! Völlig nutzlos! Was, Alter? Du bist erbärmlich! Du bist schnell, bemerkenswert! Mach das noch mal! Hä? Die Hälfte haben wir schon mal. Nein, 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 nein. Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert. Ah, das ist ganz gut. Huch. Okay, ja gut, das heißt, wir müssen noch mal kurz durch die Gegend besiegen und ja, ja, das wird wieder ein bisschen ein längerer Kampf. Deswegen hätte ich gesagt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht und bis dann.